nächsten Schritten ein Logo in solcher oder in so ähnlicher Form, das möchte ich euch in diesem kurzen Video zeigen. Ja, mein erster Schritt war einmal, dass ich auf Pixabay, hier auf dieser Seite kann ich gratis Bilder runterladen, einmal Wald oder auf Englisch Forest eingebe, mir hier so ein Bild aussuche, das mir gefällt, da habe ich schon eines, da kann ich dann draufklicken. Link zu dieser Seite habe ich euch unten rein verlinkt. Dann kann ich hier auf Download gehen und wähle mir hier das gewünschte Format aus. Gehe noch einmal auf Download und dann wird das Ganze runtergeladen. Danach öffne ich mir das Programm Inkscape. Den Link zu diesem Gratisprogramm, den findet ihr auch unten in der Beschreibung an. Dann gehe ich mal auf Datei, importieren. Schau, wo habe ich hier meinen Wald abgespeichert. Öffne das Ganze dann. Sag einmal OK. Und dann habe ich hier den Wald in diesem Programm. Jetzt möchte ich einen Kreis machen. Gehe hier auf das Kreise, Ellipsen und Bögen erstellen Werkzeug. Drücke die Steuerungstaste, damit wir einen schönen Kreis haben. Wenn das Ganze jetzt so aussieht, dann müssen wir schauen, was ist hier passiert. Ich habe hier eine Kontur von 20,4, eine Füllung. Ich nehme mal die Füllung raus. Und die Kontur ist mir vielleicht ein, naja, eigentlich gefällt mir die ganz gut. Wenn man die Füllung rausnimmt oder die Kontur einschaltet, dass ihr keine Kontur habt, Shift-Taste, und eine gewünschte Farbe. Das ist jetzt egal. Bleiben wir jetzt bei Rot oder Schwarz, was ihr möchtet. Mit der Shift-Taste auf alle Fälle könnt ihr die Kontur einschalten. Dann seht ihr hier die Konturstärke. Da kann ich jetzt drauf tippen. Und unter Füllung und Kontur kann ich das Ganze ändern. Ich kann das Ganze auch auf Pixel umstellen. Und Füllung ist eben ohne der Shift-Taste. Kann hier jetzt das Ganze wieder markieren. Und eine Füllung geben und mit den kleinen X'er unten habe ich die Füllung ausgeschaltet. Passt. Jetzt nehme ich das Bézier-Kurvenwerkzeug, drücke die Steuerungstaste und ziehe mir mal das Ganze nach unten. Steuerungstaste deshalb, damit ich eine schöne Senkrechte habe. Dann drücke ich die Enter-Taste, um das Ganze zu bestätigen. Drücke die Shift-Taste, markiere den Kreis und die Linie nach unten. Dann gehe ich auf Objekt, Ausrichten und Verteilen, Vertikal zentrieren und Horizontal zentrieren. Passt, dann nehme ich noch einmal unser Bézier-Werkzeug, ziehe mir da hier mal den ersten Teil, also diese Baumkrone mal weg, bestätige das Ganze wieder mit Enter. Gehe hier vielleicht bei der Füllung ein bisschen nach unten. Probieren wir mal mit 70. Ja, schaut schon ein bisschen besser aus. Dann machen wir noch einmal das gleiche. Ein bisschen breiter. Enter-Taste. Noch einmal die Enter-Taste. Und die Enter-Taste. Wenn Sie was verändern wollt, dann nehmt Sie einfach das bearbeitende Knotenwerkzeug und hier können Sie das Ganze dann verschieben. Bisschen nach oben. Passt. Gut. Dann markiere ich unsere Zweige von dem Baum. Drücke die Shift-Taste und markiere jetzt alle Zweige, die hier rechts so weggehen. Wenn alle markiert sind, Steuerung und D, wir duplizieren. Gehe dann hier oben auf ausgewählte Objekte horizontal umkehren. Das schaut dann ein bisschen eigenartig aus, macht aber nichts. Drücke die Steuerungstaste, damit ich die Linie nicht verlasse und ziehe mir das Ganze nach links weg, bis das einrastet. Falls es nicht einrastet, habt ihr hier oben wahrscheinlich dieses Magnetwerkzeug deaktiviert. Aktiviert das bitte, dann sollte das funktionieren. Gut, wenn wir das Ganze haben, markiere ich jetzt unseren Kreis und unseren Baum. Am besten eben, indem ich so mit der gedrückten linken Maustaste über das ganze Objekt fahre. Schau, dass hier das Bild nicht markiert ist. Also so ist das Bild auch markiert, das wollen wir nicht.
Nur über die gezeichneten Linien fahren wir so drüber. Dann gehe ich auf Pfad. Kontur im Pfad umwandeln. Lass alles markiert. Pfad kombinieren. Dann schaut das Ganze so aus. Jetzt drücke ich die Shift-Taste und nehme das Hintergrundbild mit dazu. Also das ist alles markiert. Also das Bild mit dem Wald plus unser kleines Kunstwerk. Alles markiert. Gehe ich mit der rechten Maustaste drauf, wenn alles markiert ist, und sage Ausschneidemaske setzen. Und dann haben wir bereits hier unser Bild, damit es ein bisschen leichter zu erkennen ist. Mache ich mal so ein schwarzes Rechteck, gebe ein paar Füllung rein, Bildtaste nach unten und ihr seht, haben wir bereits unser kleines Logo. Ja, wenn ich euch weiterhelfen habe können, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen.